Aktuelles aus der Wirtschaft. Jetzt geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es weiter mit dem letzten Teil meines Gespräches mit Professor Oliver Streiter, der sich seit etwa 12 Jahren der Erforschung taiwanischer Friedhöfe und Gräber gewidmet hat. Ich habe diese Interviews mit Professor Streiter Friedhöfe bedrohte Zeugen der Geschichte genannt. Denn tatsächlich droht vielen traditionellen Friedhöfen in Taiwan aus verschiedenen Gründen die Zerstörung. Und Professor Streiter gehört zu den Personen, die zum einen versuchen, diese Zerstörung zu verhindern oder, wenn es sich nicht verhindern lässt, noch so viel wie möglich der wertvollen Informationen, die in diesen Friedhöfen verborgen sind, zu sammeln. Über diese Bemühungen und die Probleme, die sich dabei ergeben, soll es im heutigen, letzten Teil unseres Gespräches gehen. Und sind Sie mit Ihren Bemühungen jetzt da alleine oder gibt es da eben auch inzwischen eine breitere, nicht Bevölkerung, aber eine Gemeinschaft, die sich für die Friedhöfe einsetzt? Ja, irgendwo dazwischen. Also im Grunde bin ich alleine, aber es gibt natürlich auch Leute, die tapfer dafür kämpfen. Aber wenn man das dann numerisch ausdrückt an der Hand, dann gibt es in Tainan, wo dieser Friedhof, ich sag jetzt mal, geschändet wird, von der Stadt geschändet wird, gibt es vielleicht 10 oder 15 Leute, die sich damit mit dem Thema beschäftigen, und dann gibt es 5, die ganz intensiv dran arbeiten und 2 vielleicht, die noch intensiver dran arbeiten. Gesehen auf die Gesamtbevölkerung ist das natürlich nichts. Ist das, der Grund dafür ist, Also ein Grund dafür ist natürlich, dass Leute sehr wenig über ihren Friedhof wissen. Obwohl sie jedes Jahr zu Qingming zum Friedhof gehen, gehen sie sozusagen nur, ohne rechts und links zu gucken, zu dem Grab von Opa und Oma, und dann gehen sie wieder zurück, weil der Friedhof natürlich tendenziell gefährlich ist. Ansonsten wird das ganze Gebiet gemieden und so weiter. Was man aber feststellen kann, man muss nur irgendjemanden nehmen und mit dem über den Friedhof gehen und dann sagen, hier und da und da und guck mal hier, und dann sagen Leute immer, oh, das ist ja interessant, das habe ich ja gar nicht gewusst. Guck mal da, da gibt es das ja auch und so. Und so plötzlich, tut sich dann so eine Tür auf und Leute fangen an, das zu begreifen, was da eigentlich vorhanden ist. Und das müsste eigentlich viel öfter geschehen. Aber es ist fast schon zu spät. Ab und zu gebe ich immer wieder einen Vortrag und dann baue ich das Wort Requiem ein und so. Also wir singen gerade in Taiwan ein Requiem auf die Friedhöfe. Das heißt, im Moment wird der wichtigste und älteste und einer der letzten großen Friedhöfe in Taiwan von der Regierung in Tainan, ich habe gesagt, geschändet, und nur wenige Leute verstehen, was da eigentlich passiert. Wenn irgendein altes Haus abgerissen wird, was ebenso tragisch ist, irgendein Sanhoyen, ein traditionelles Fujian-Haus, dann gibt es sofort viel mehr Leute, die auf die Straße gehen und da protestieren. Beim Friedhof passiert im Allgemeinen wenig. Man stellt sich vor, in Paris würde jetzt Père Lachaise einfach abgerissen. Einfach so, um dann, man weiß nicht genau, ob man da jetzt einen Park macht oder ob man da einen Parkplatz macht, oder es wird dann erst wird es dann üblicherweise in Taiwan ein Park und dann wird eine Ecke zum Parkplatz gemacht, wie zum Beispiel in Xintian die Gongmu im ersten Friedhof von Xintian. Auch ein sehr alter, sehr großer Friedhof. Wurde erst gesagt, wir machen einen Park, und dann wurde ein Park gemacht und dann wurde erstmal so ein Parkplatz für die Polizei gemacht. Und der Park hat auch nur einen Weg, der geht ganz gerade Richtung Autobahn. Da denkt man sich, wer soll auf diesem Weg jetzt einspurig in Richtung Autobahn laufen, das ist doch kein Park. Das ist nur ein angeblicher Park. Und jetzt hat die Regierung in Xinjiang natürlich gesagt, wir bauen das jetzt um und da kommt jetzt für die Industrie angesiedelt. Das heißt, da wird auch die Bevölkerung von die um den Friedhof herum lebt, regelrecht beschissen. Erst wird dann erzählt, wir machen einen Park, und dann sind die Leute natürlich dafür und sagen, oh schön, dann können wir abends spazieren gehen. Jetzt kommt da eine Industrieansiedlung hin. Und die Regierungen kämpfen
aus einer Dynamik, die ich, oder aus einer Motivation, die ich nicht genau verstehe, mit legalen und illegalen Mitteln oder mit fast legalen Mitteln, das kann man ja ruhig so sagen. Zum Beispiel gibt es ja Verordnungen um die Umgebung oder den Einfluss einer baulichen Maßnahme auf eine Umgebung festzustellen, so ein Environmental Assessment irgendwie, sowas. Und da gibt es dann Größenvorschriften. So, wie hat das die chinesische Regierung gemacht? Sie hat den Friedhof unterteilt in zwei Teile und jeder Teil ist kleiner als das, was sozusagen unter die Gesetzesvorlage fällt. Und haben dann da eine Jahresfrist von 2 Jahren zwischengelegt. Das heißt, sie haben erst das halbiert und dann haben die eine Hälfte abgehauen und da war keine besondere Maßnahme nötig, um festzustellen, wie das jetzt die Umwelt beeinflusst. Und dann nach 2 Jahren haben sie die andere Hälfte gemacht. Das mag im Worte des Gesetzes sein, aber es ist sicherlich nicht im Sinne des Gesetzes. Und es gibt aber auch keinen, der die Stadt verklagt. Oder wer soll jetzt da klagen? Soll ich klagen? Ich kann die Anwaltskosten nicht tragen. Niemand wird die Anwaltskosten tragen wollen. Auch die Stadt Hainan hat zum Beispiel so eine Umweltanalyse gemacht. Diese Umweltanalysen, die ähneln sich alle. Scheinbar werden die sozusagen, haben die eine Firma, die für alles Mögliche immer die Umweltanalyse macht und ungefähr das Gleiche. Und da stehen dann so Sätze drin, wie die Vögel fliegen sowieso weg. Das heißt, wenn es ein Gebiet gibt, wo es irgendwelche geschützten Vögel gibt, das macht nichts, weil die ja sowieso wegfliegen. Ja, und das sind dann so die Argumente, die dann gebraucht werden, um den Friedhof dann wegzumachen. Es gibt wenige Tapfere, die jetzt zum Beispiel in Tainan sich darum bemühen, um festzustellen, was gibt es denn für Tiere eigentlich? Denn Friedhof ist ja nicht nur was für uns Menschen, sondern es ist ja, auch wenn es nicht ganz grün ist, aber es ist auch ziemlich grün und ziemlich geschützt. Im Sinne von wenig Leute kommen hierher. Also was man oft sieht, ist, dass ein Friedhof ein Brutgebiet ist für Falken und andere Raubvögel. Es gibt natürlich viele Schlangen, die geschützt sind. Es gibt Kröten, es gibt ich bin kein Biologe. Auf jeden Fall gibt es Leute, die jetzt zum Beispiel in Tainan versuchen festzustellen, was gibt es denn eigentlich für Krebse, für geschützte Tiere. Auch weiß man gar nicht, was der Einfluss der Friedhöfe auf das Klima darstellt. Das heißt, wenn man jetzt diesen ganzen Friedhof hier in Taipei wegmacht und da zubetoniert, wird sich das Klima ändern in Taipei? Gibt es mehr Regen, weniger Regen? Wird es wärmer, kälter? Kein Mensch weiß das. Ja, ein schwieriges Thema. Aber ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken für Ihren sehr interessanten Ausflug oder für Ihre sehr interessanten Erklärungen. Sachen, die mir vorher auch selber nie bewusst waren. Und wünsche Ihnen bei Ihrer weiteren Forschung und auch vielleicht bei Ihren Bemühungen, den einen oder anderen Friedhof zu erhalten, viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Soweit Professor Oliver Streiter. Ich muss sagen, der Besuch dieses Friedhofes und das Gespräch mit Professor Streiter hat mir gezeigt, wie viele Informationen sich tatsächlich auf einem alten Friedhof finden lassen. Das offensichtliche Beispiel hier ist der Friedhof des Weißen Terrors, auf dem wir uns getroffen haben. Wenn man sich damit beschäftigt, erfährt man viel mehr über dieses dunkle Kapitel in Taiwans Geschichte. Übrigens als kleiner Einschub, es gibt einen neuen taiwanischen Kinofilm über diese Zeit, der aber diese Geschichte in einem Horrorfilm integriert und wohl auch deshalb viele junge Zuschauer anspricht. Einen Link zu der Vorschau dieses Filmes finden Sie auf unserer Webseite. Doch das, was ich erfahren habe, ging weit über den Weißen Terror hinaus, wie Sie hören konnten, beziehungsweise noch mehr, zu dem wir in dem Interview nicht mehr kamen. So befindet sich neben dem Friedhof des Weißen Terrors ein muslimischer Friedhof. Und dieser Friedhof hat tatsächlich auch einen geschichtlichen Hintergrund, denn hier ist ein General namens Bai Chongxi beerdigt, der zusammen mit Chiang Kai-shek nach Taiwan gekommen war und der wiewohl die meisten seiner Armee Moslem war. So wurde General Bai nach seinem Tode 1966 und viele seiner Soldaten hier beerdigt. Und man sieht viele Zeichen, die diesen Teil des Friedhofs von den anderen chinesischen oder taiwanischen Gräbern unterscheidet. Verse und Regeln auf Arabisch, Symbole des muslimischen Glaubens und so weiter. So könnte man sich noch stundenlang darüber unterhalten, wie ich herausfand, doch unsere Sendezeit ist leider limitiert. Daher verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute von Radio Taiwan International. Vielen